Polkadot beginnt endlich mit seinen Parachain-Auktionen. Und das ist natürlich ein großer Moment für Polkadot und die Leute sind natürlich sehr, sehr gespannt auf diese Auktionen, vor allem wenn man bedenkt, wie erfolgreich einige von ihnen auf Kusama waren. Deshalb möchte ich alles, was du wissen musst über die Parachains, dir in diesem Video erklären und dir auch die besten Projekte vorstellen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Video und wenn du nichts im Kryptomarkt mehr verpassen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn du aus dem Kryptobereich deutlich mehr herausholen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, auf meiner Patreon-Seite vorbeizuschauen, denn dort erwartet dich ein wöchentlicher Bericht mit bevorstehenden Projektstarts mit Potenzial, dann bist du bei so Brechern wie Solana von Anfang an mit dabei. Zudem stelle ich dir auch die besten kommenden NFT-Projekte vor. Dann kannst du nämlich investieren, bevor es die ganze Masse macht. Ebenso stelle ich dir noch sehr kleine Projekte unter 5 Millionen Market Cap vor, mit enorm viel Wachstumspotenzial. Tipps und Tricks gibt es natürlich auch noch und auch Einsicht in mein eigenes Portfolio mit Kaufansagen. Das alles solltest du auf keinen Fall verpassen, der Link ist in der Videobeschreibung. Ich habe ja schon wirklich oft auf meinem Kanal über Polkadot gesprochen, aber das liegt eben daran, dass dieser Coin so viel Potenzial hat. Und manche Leute gehen sogar so weit und sagen, dass das die nächste Version von Ethereum ist. Jeder Coin, den du kennst, hat eine eigene Blockchain. Das Problem ist, dass alles isoliert voneinander passiert. Es gibt keine wirkliche Möglichkeit für diese Blockchains miteinander zu kommunizieren. Zum Beispiel um Daten zu teilen, Transaktionen durchzuführen oder Werte auszutauschen. Genau das ist das Ziel von Polkadot. Es will diese Netzwerke miteinander verbinden. Die Blockchain von Cardano kann zwar mit der Blockchain von Ethereum kommunizieren, aber es geht ja nicht nur um diese Coins. Es ist geplant, das mit jedem Coin und jeder Dapp da draußen zu tun. Und so kann alles unter dem Polkadot-Netzwerk harmonisch zusammenarbeiten. Deshalb nennen die Leute Polkadot auch das Internet der Blockchains, weil es alle miteinander verbindet. All das alleine schon ist eine branchenverändernde Technologie. Aber es geht noch besser. Es hat nämlich was mit den Parachains zu tun, die am 11. November versteigert werden. Aber was bedeutet denn das alles? Es bedeutet nämlich, dass diese Parachains, die auf Polkadots Netzwerk zum Verkauf stehen, können nämlich von anderen Krypto-Projekten aufgekauft werden. Aber um diese Plätze auf der Parachain zu bekommen, müssen diese Projekte diese Auktionen auch gewinnen. Und die einzige Möglichkeit, diese Auktionen zu gewinnen, besteht darin, den höchsten Betrag in Polkadots eigenem Coin, dem Dot, zu zahlen. Aber diese Projekte haben nicht so viel Geld. Deshalb, um einen Platz auf den Parachains zu bekommen, brauchen sie Geld, das sie eben von den Leuten, ja wie dir, die eben dort besitzen, in Form von Crowdloans erhalten. Das Problem ist aber, dass diese Projekte, wenn sie den Platz auf der Parachain mit den Dotcoins, die wir ihnen eben gegeben haben, kaufen, diese Coins für ein paar Jahre gesperrt sind. Und um den Verlust auszugleichen, den wir eben erlitten haben, wird das Projekt als Dankeschön an die Teilnehmer einen konstanten Strom von Token des Projektes zur Verfügung stellen. Und da diese Parachain-Slots mit der größtmöglichen Punktzahl oder den meisten Mitteln gewonnen werden müssen, bedeutet das, dass die meisten Slots an ernsthafte Projekte gehen werden, die wirklich etwas bewirken. Und was den Preis von Polkadot betrifft, kannst du ja schon sehen, dass er ordentlich an Fahrt gewinnt und das liegt eben an diesen Versteigerungen der Parachains. Und das wird jetzt noch eine ganze Weile so weitergehen, von daher schnall dich an. Also nochmal ganz kurz das Grundlegendste zusammengefasst. Der grundlegende Gedanke ist, dass du deine Dotcoins nimmst und sie benutzt, um eines der vielen Unternehmen zu unterstützen, die um einen Parachain-Platz kämpfen. Im Gegenzug für deine Unterstützung und die Bindung deiner Token für bis zu 2 Jahre, das musst du bedenken, erhältst du einen großen Stapel von den Token des Unternehmens. Und nach dieser Bonding-Phase erhältst du also sowohl die Token als auch deine Dotcoins zurück. Die wichtigste Frage, die sich hier nun stellt, ist, wie du teilnehmen kannst. Und da schauen wir uns nun mal alle Optionen an. Du kannst natürlich direkt über deine Polkadot.js-Wallet teilnehmen, die kannst du ganz einfach herunterladen, ich packe dir mal den Link in die Videobeschreibung. Im Anschluss kannst du dich einfach mit der Polkadot.js-Webseite verbinden und obwohl die Parachains derzeit noch nicht als Option auftauchen, kannst du über diese Webseite dann einzahlen, sobald sie online gehen. Diese Webseite werde ich dir natürlich auch als Link in die Videobeschreibung packen. Sobald die Crowdload-Option angezeigt wird, kannst du dann einfach auf Spenden klicken oder je nachdem, was dann dort angezeigt wird. Leider ist diese Option halt gerade noch nicht verfügbar. Aber generell würde ich dir empfehlen, erstmal eine kleine Testtransaktion zu machen, um deine Wallet eben zu füllen und einen Crowdloan mal zu finanzieren, bevor du einen größeren Betrag einzahlst.
Wenn du damit noch gar nichts am Hut hattest, wird dir das wahrscheinlich alles noch wirklich sehr verwirrend vorkommen. Aber keine Sorge, wenn es alles soweit ist, werde ich noch ein deutlich detaillierteres Video dazu machen. Die andere Hauptmethode ist es, das alles über die Börsen zu machen. Kraken und Binance unterstützen nämlich beide die Parachain-Auktionen. Und das heißt, du musst einfach nur Dotcoins auf deinem Börsenkonto haben. Und wenn die Auktionen dann beginnen, kannst du die Auktion unterstützen, die du eben möchtest. Und das ist vor allem für Anfänger ziemlich einfach. Die dritte Methode ist auch ziemlich interessant, nämlich über Parallel Finance, das selbst lustigerweise ein Parachain-Anwärter ist. Eines ihrer Produkte ist ein Crowdloan-Finanzierungsdienst und sie arbeiten auch mit einigen Parachains zusammen, um noch größere Boni anzubieten. Zum Beispiel bekommst du einen 10%igen Bonus, wenn du Akala über ihre Webseite unterstützt. Und außerdem bekommst du einige Parallel-Tokens und zusätzlich bekommst du auch noch als Bonus die C-Dot-Tokens, die dir Liquidität auf deinem Dot verschaffen, während du auf das Ende der Crowdloan-Bindungsfrist wartest. Und wie vorhin am Anfang schon erwähnt, kann das bis zu 2 Jahre dauern. Ich möchte dir nun ein paar Parachains vorstellen, die ich persönlich als unterstützenswert finde, aber es gibt natürlich auch noch andere tolle Angebote, die sich durchaus lohnen, mal da reinzuschauen. Und wenn du mal hier schaust, siehst du, dass die Auktionen jede Woche nach einem gewissen Zeitplan ablaufen. Kommen wir nun zum ersten Projekt und meiner Meinung nach auch dem größten Brecher, nämlich Moonbeam. Das ist im Grunde Ethereum, aber eben auf Polkadot. Und die Kusama-Version davon war wirklich sehr erfolgreich. Und Moonbeam ist eines der Projekte, das ich meinen Patreons schon seit Monaten empfehle. Von daher, es lohnt sich durchaus, da mal reinzuschauen. Denn Moonbeam macht es wirklich einfach, dezentrale Anwendungen auf Polkadot zu bauen. Das bedeutet, dass deine dApps in andere Blockchains einschließlich Bitcoin und Ethereum integriert werden können. Mit den Smart Contracts von Moonbeam und der Kompatibilität mit dem Ethereum-Entwickler-Toolset kannst du schnell Anwendungen erstellen, die mit Nutzern und Vermögenswerten auf anderen Chains zusammenarbeiten. Entweder durch native Polkadot-Kompatibilität oder durch Bridge-basierte Integrationen. Und diese Crowdloan wird Moonbeam auf jeden Fall dabei helfen, im Polkadot-Netzwerk zu starten und mehr als 70 Projekte und Integrationen zum ersten Mal in das Polkadot-Ökosystem zu bringen. Genauso wie Moonriver zur aktivsten Parachain auf Kusama geworden ist, wird erwartet, dass Moonbeam durch sein entwicklerfreundliches, vollständig Ethereum-kompatibles Protokoll die gleiche Nutzung und Entwickleraktivität auf Polkadot bringen wird. Moonbeam ist eines der Projekte, das du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest, wie ich finde, denn es könnte in Zukunft wirklich sehr groß werden. Aber keine Sorge, ich werde noch ein deutlich detaillierteres Video machen und dir auch wirklich alle Vorteile von Moonbeam aufzeigen, denn da gibt's wirklich einige. Als nächstes möchte ich dir Akala vorstellen. Das ist ein DeFi-fokussierter Parachain, der auch mit Ethereum-Dapps kompatibel ist. Zusätzlich zu den Tokenbelohnungen bietet Akala auch ein liquides Dot-Produkt an, mit dem du während deiner 2-jährigen Wartezeit liquide sein kannst. Akala ist also der All-in-One DeFi-Hub von Polkadot und Akala ist auch eine Ethereum-kompatible Plattform für Finanzanwendungen, die Smart Contracts oder auch eingebaute Protokolle mit sofort einsetzbaren Cross-Chain-Funktionen und auch einer robusten Sicherheit nutzt. Die Plattform bietet außerdem eine Reihe von Finanzanwendungen, darunter ein vertrauensloses Staking-Derivat, einen mehrfach besicherten Stablecoin, der durch Cross-Chain-Vermögenswerte gesichert ist und einen AMM-DEX. Alle mit Mikrogasgebühren, die in jedem Token bezahlt werden können. Parallel Finance, das habe ich dir ja vorhin schon kurz vorgestellt, das ist ja ein DeFi-Hub mit Staking, Margin und auch dezentralisierten Swaps und natürlich auch den vorhin vorgestellten Crowdloan-Service. Parallel unterstützt sowohl Kusama als auch Polkadot-Vermögenswerte und ermöglicht es Tokeninhabern und Projekten, ihr ungenutztes Kapital flexibel und grenzenlos einzusetzen, um Zinsen zu verdienen. Und neben dem Lending-Protokoll führt die Stiftung auch ein bündnisübergreifendes Staking-Derivat ein, um quasi ein Zins-Staking-Modul zu bauen für die Darlehensgeber und Staker. Diese Plattform bietet echt viele Vorteile und vor allem mit diesem Crowdloan-Service ist das einen Blick wert. Als nächstes möchte ich dir eine NFT-Plattform vorstellen, nämlich Affinity. Und diese wurde entwickelt vom Engine-Team. Und ich finde, dass Engine ein absolutes Biest ist und ich erwarte, dass es in Zukunft wirklich sehr groß wird. Und wie gerade erwähnt, entwickelt Engine Affinity eine quasi Blockchain der nächsten Generation für digitale Vermögenswerte, die auf Polkadot aufbaut.
Unternehmen und Entwickler brauchen nämlich dringend eine Plattform, die eine moderne, Mainstream- und auch entwicklerfreundliche NFT-Erfahrung bietet. Denn seit der Veröffentlichung von Ethereum gibt es viele Versuche, eine Infrastruktur und Tokenisierung, um diese universell einsetzbare Blockchain herum aufzubauen, aber der Durst nach einer besseren Lösung wird halt immer größer. Und zurzeit ist es ja so, dass die Entwickler gezwungen sind, mit hohen Gasgebühren zu arbeiten, aber auch unflexiblen Smart Contracts und auch unzusammenhängender Interoperabilität. Und wie du bestimmt auch gemerkt hast, ist die Akzeptanz der heutigen NFTs immer noch so auf eingefleischte Krypto-Enthusiasten beschränkt. Die Blockchains, auf denen die NFTs laufen, bieten den tatsächlichen Nutzern keine Anreize, außer dass eben die Preise steigen, da die Miner den vollen Anteil der generierten Token erhalten. Die Preise steigen, Infrastrukturunternehmen schaffen Silos und Paywalls und es wird schwierig, in dieser Branche echte Fortschritte zu machen, es sei denn, die Gemeinschaft tut sich vereinen und ein bisschen anders denken. Affinity wurde entwickelt, um diese Probleme zu lösen. Und was sie noch entwickeln, ist nämlich einen neuen Tokenstandard namens Paratokens, der mit dem gesamten Polkadot und auch Kusama-Ökosystem kompatibel sein wird. Und der Affinity-Token wird der erste Paratoken überhaupt sein. Als nächstes möchte ich dir Lightentry vorstellen. Das ist ein Projekt, das habe ich schon vor längerer Zeit mal vorgestellt. Aber Lightentry ist ein dezentrales Identitätsaggregationsprotokoll über mehrere Netzwerke hinweg. Es verfügt über einen DID, Indexierungsmechanismus und ein substratbasiertes Kreditabrechnungsnetzwerk. Das Protokoll bietet einen dezentralen, interoperablen Identitätsaggregationsdienst, der die Schwierigkeiten bei der Auflösung agnostischer DID-Mechanismen mindert. Und Lightentry bietet da ein sicheres Instrument, über das Nutzer ihre Identitäten verwalten und dApps in Echtzeit über verschiedene Blockchains hinweg Kreditreputationen eines Identitätsinhabers erhalten. Als nächstes möchte ich auf Asta zu sprechen kommen. Asta ist nämlich eine Multichain Polkadot Dapp Hub und eine Layer-Skalierungslösung. Die Kusama-Auktion war da ziemlich profitabel. Etwas detaillierter erklärt ist Asta quasi eine Substrat-Runtime-Modul-Library, mit der Entwickler Plasma-Funktionen zu ihrer Substratkette hinzufügen können. Wenn du ein Asta-Substrat-Runtime-Modul-Library hinzufügst, kannst du innerhalb weniger Minuten skalierbare Blockchains erstellen. Also wenn ich raten dürfte, dann kennst du bestimmt diese Substrate-Runtime-Modul-Library nicht. Im Grunde genommen besteht Substrate aus zwei Komponenten, dem Substrate-Core und der Substrate-Runtime-Modul-Library, auch SRML genannt. Der Substrate-Core kann dann mit SRML angepasst werden, um eine eigene Substrate-Kette zu erstellen. Und falls du Plasma auch nicht kennst, Plasma ist eine Layer-2-Skalierungslösung, die skalierbare Berechnungen ermöglicht, indem sie wirtschaftliche Anreize schafft, um die Blockchain autonom zu betreiben, ohne dass der Betreiber sie verwalten muss. Im Idealfall bringt das unendliche Skalierbarkeit in eine Blockchain. Und das letzte Projekt, das ich dir vorstellen möchte, ist Centrifuge. Das ist ein Projekt, das habe ich schon mal vorgestellt. Wenn du meinen Kanal eifrig verfolgst, dann weißt du das. Und das ist nämlich ein weiterer DeFi-Coin, bei dem es darum geht, Liquidität für reale Vermögenswerte freizusetzen. Du musst dir das als Tor für reale Vermögenswerte zum Blockchain-Multiversum vorstellen. Centrifuge wurde auf dem Parity-Substrat mit einer ersten Brücke zu Ethereum aufgebaut. So können die nämlich schneller vorankommen und einen einheitlichen Ansatz für bestimmte Funktionen verwenden. Und was sie sich vorstellen, ist nämlich ein größeres Ökosystem aus vielen miteinander verbundenen Blockchains, in dem dApps auf Ethereum Daten von anderen Chains nutzen können, Werte sich frei bewegen können und Centrifuge den Zugang zu Finanzierungen außerhalb der Chain über DeFi ermöglicht. Die wichtigste Webseite, um sich eigentlich über alles zu informieren, ist parachains.info und das werde ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ansonsten hoffe ich, dass eines dieser Projekte dich auch so begeistern konnte wie mich. Ansonsten würde ich dir wirklich empfehlen, mal auf meiner Patreon-Seite vorbeizuschauen. Dort habe ich nämlich in meinem neuesten Wochenbericht die besten Cardano-Spiele für die Zukunft vorgestellt, die ein 50 bis 100 Mal Potenzial haben. Das solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Dazu habe ich auch noch Projekte vorgestellt mit, halte ich fest, unter 500.000 Market Cap. Da ist sogar eins dabei mit 100.000 Market Cap, das aber dennoch Potenzial hat. Also da kannst du wirklich Pfennige reinstecken, ne? Und es würde trotzdem mit ordentlich Profit rausgehen. Also das solltest du dir nicht entgehen lassen. Und ich habe auch noch viele andere Informationen und das wirklich für wenig Geld im Verhältnis zu dem, was du da eigentlich bekommst.
Okay, das war's mit diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ciao.